Andreas Ottenschläger von der ÖVP ist der Nächste. Er ist der Verkehrssprecher seiner Partei. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher. Ja, ein bisschen vermisse ich den Matthias Strolz von vor 10 Jahren. Und ich sage Ihnen auch, warum. Der Matthias Strolz hätte wahrscheinlich bei dieser Debatte an dieser Stelle gesagt, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich beginne einmal mit etwas Positivem. Ich erkenne an, dass schon gute Schritte getan wurden, nämlich die Senkung der Lohn- und Einkommensteuer, die Abschaffung der kalten Progression, für die wir immer so gekämpft haben. Das hätte er mal zumindest als positives Beispiel gebracht. Und dann hätte er seine Kritik angebracht. Aber Sie stellen sich immer her, Sie haben tatsächlich die Abschaffung der kalten Progression immer auf Ihre Fahnen geheftet. Und jetzt ist es alles nichts mehr wert. Jetzt suchen wir uns halt das Nächste. Und diese Bundesregierung bringt aus Ihrer Sicht nichts zustande. Ich finde diese Kritik sehr eindimensional, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, wir erleben ja ein bisschen ein Spannungsfeld. Es ist auf der einen Seite wird gefordert, eben die Abgaben auf Arbeit, also die Steuern und Abgaben auf Arbeit zu senken, was mir sehr nahe steht. Grundsätzlich, es wurde ja auch schon dargestellt, ich glaube, wir müssen hier weiter daran arbeiten, das ist gar keine Frage aus unserer Sicht. Die SPÖ sagt am Ende, ja, wir brauchen neue Steuern. Kollege Loacker hat es in dem Fall ja auch jetzt gerade sehr richtig dargestellt. Meine Damen und Herren, wenn man hier wirklich ein Steueraufkommen lukrieren will, dann geht es nicht um die wenigen Superreichen, sondern dann geht es tief in den Mittelstand hinein. Und da werden viel mehr Menschen davon betroffen sein, als jetzt hier immer dargestellt wird. Und meine Damen und Herren, ein interessantes Spannungsfeld möchte ich auch noch kurz hier anschneiden. Ist auch das interessant, dass es noch gar nicht gekommen ist. Aber eigentlich will die SPÖ auch mit ihrer Forderung nach der 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, eigentlich über diesen Weg würde man auch die Arbeit verteuern. Warum? Auch da darf ich ausnahmsweise noch einmal den Kollegen Loacker zitieren, der ja ein gutes Beispiel beim Friseurbesuch gebracht hat. Natürlich würde dann ein Friseurbesuch deutlich teurer werden. Es ist ja auch die Produktivitätssteigerung nicht da, außer bei Leuten wie bei mir, ich bin mittlerweile recht schnell fertig beim Friseur, wie man sieht. Aber es würde natürlich teurer werden, das ist doch ganz klar. Und meine Damen und Herren, in der Debatte ersuche ich Sie schon eindringlich auch, sich zu überlegen, wie wollen Sie denn beispielsweise im Gesundheitsbereich oder auch im Sicherheitsbereich gewährleisten, dass wir die Versorgung haben, die wir brauchen. Sie wissen doch ganz genau, dass wir in ganz Österreich händeringend, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in allen öffentlichen Bereichen nach Arbeitskräften suchen. Und wenn Sie dann hergehen und sagen, ein Polizist, eine Polizistin oder eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger sollen weniger arbeiten, natürlich würden sich die freuen, das verstehe ich schon. Aber wie wollen Sie denn dann das System aufrechterhalten, wenn wir diese Arbeitskräfte nicht haben? Sagen Sie dann, gut, im öffentlichen Bereich, beispielsweise bei den Polizisten, dann müssen wir dabei bleiben und in der Wirtschaft können wir es anders machen. Was ist denn das für eine Form von Gerechtigkeit? Also das müssen Sie erst einmal vorhupfen, meine Damen und Herren. Und abschließend noch einmal ganz für uns ein ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, da finden wir uns auch am Ende in der Zielsetzung. Für uns ist wichtig, dass wir weiter den Weg gehen, dass wir Steuern senken, dass wir Entlastungen vornehmen, aber keine neuen Steuern einführen wollen. Applaus